so Idol ist ja natürlich, für mich sind Idol erstmal perfekt. Ja? Und meine Oma ist ja kein perfekter Mensch. Ne? Und eben, ich habe ein Problem wahrscheinlich dann irgendwie mit dem Begriff Idol, weil da auch keine Wachstummöglichkeit mehr gegeben ist, sondern es ist ja stetig und das ist da irgendwie absolut, ja. Und ich finde erstmal, es gibt keinen Mensch, der absolut ist und ein Mensch sollte auch nicht absolut sein. Da. Ja, das mit dem Sound passt ja nicht ganz, ne? Nee, du suchst die Stelle, wo man so einen schönen freien Blick hat. Ja, genau, genau. Die ist auch höher, ne? Ja. Die ist bei Gärten oder so auch, ne? Also als Idol ist man auch fremdbestimmt, ja, und man definiert sich dann irgendwie über andere, ja, und ich denke nicht, dass es dann irgendwie erstrebenswert ist, sich dann über andere zu definieren. Also du, es geht darum, dass du dein Bild aufrecht erhältst, aber es geht um dein Bild, es geht nicht um dich. Ne? Ne? Findest du es denn gut, dass Menschen oder vielleicht auch gerade Kinder und Jugendliche Idole haben oder sollten die besser sagen Vorbilder? Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß nur, ich bin nicht in der Lage, ein Idol zu haben. Also mir ist es etwas ganz Fremdes, zu sehen, dass Menschen irgendwie andere vergöttern können oder sich von anderen dann irgendwie wirklich dann komplett dann nochmal das sagen lassen, was sie zu tun haben oder wer sie sind oder was auch immer. Also es ist einfach etwas, was für mich nicht erstrebenswert ist und was ich nie für jemanden empfinden könnte. Das Schöne an menschlichen Beziehungen oder an Menschen, wenn man sie kennenlernt, ist ja, dass sie nicht perfekt sind. Und ich denke, das erlaubt auch nochmal eine emotionale Bindung. Ne? Das Nicht-Perfekte.